Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PD Experts. Wir helfen Firmen bei der Einführung der Verwendung von Pipedrive. Letzte Woche habe ich einen sehr netten Gesprächspartner da gehabt, das war der Sebastian Prohaska von IT Helps aus Wien. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, wie bekommt man eigentlich Leads von seiner Webseite im Pipedrive. Heute habe ich einen Gast da, das ist der Moritz Zitzler. Hallo, guten Morgen. Wir sprechen heute, wie man über LinkedIn Leads generieren kann. Moritz, magst du mal erzählen, wie du auf die Idee kommst, dich damit zu beschäftigen? Ja, sehr gerne. Also ursprünglich kamen wir tatsächlich aus einer ganz anderen Ecke vom Marketingmarkt, sage ich jetzt mal. Wir haben analoge Events betreut, haben eine Lösung angeboten, um eine Schnittstelle zwischen analogen Messegesprächen und tatsächlich einem digitalen Follow-up angeboten. Während Corona, während der Anfangsphase von Corona, konnten wir natürlich mit unserem Produkt nicht mehr unsere Kunden unterstützen, da die Messen weggefallen sind. Und da der gesamte Vertrieb in Deutschland teilweise in eine Schräglage in dem Moment geraten ist, haben wir die Chance genutzt und anstatt uns in den Urlaub zurückzuziehen, erstmal die Kunden angerufen und gefragt, wo braucht ihr Unterstützung von uns? Und da kam immer wieder dasselbe, die Messen sind weg, der Markt verändert sich, wir brauchen Unterstützung, um über LinkedIn, das war das Schlagwort, Social Selling auszuprobieren. Könnt ihr uns dabei irgendwie helfen? Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, super, wir nehmen das, was wir schon haben, an IT-Infrastruktur, an Integration, die wir entwickelt haben und bauen das Ganze so um unsere bestehenden Kunden und seit neuestem auch eine ganze Menge neue Leute bei LinkedIn zu unterstützen, neue Leute kennenzulernen, die Connectivity ins CRM herzustellen. Social Selling, sehr schönes Stichwort. Was unterscheidet Social Selling von dem, wie wir es noch aus der alten Welt kennen, dass man Leute irgendwo trifft, die Hand schüttelt und sagt, hallo, ich weiß da was? Wo ist der große Unterschied zwischen Social Selling und das, was man früher gemacht hat? Der ist riesig. Der ist riesig, muss man dazu sagen. Es hat sich da so viel verändert. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass man vor 4 Jahren auf LinkedIn quasi alle Leute mit Hi anschreiben konnte. Und da hat man Antworten bekommen, weil man einfach nur proaktiv irgendwas auf die andere Seite geschickt hat. Ich meine, der Markt hat sich verändert. LinkedIn, 850 Millionen Mitglieder sind wir da mittlerweile. Die ganzen, ich sag jetzt mal, Vertriebler der alten Generation, die da noch nicht den Wandel ins neue Zeitalter geschafft haben, benutzen immer noch die alten Methodiken, pitchen in der Kontaktanfrage, nutzen das Ganze als ein Kaltakquise-Netzwerk. Social Selling bedeutet in dem Kontext wirklich, dass man sich die Zeit nimmt, für seine Zielgruppe Mehrwert zu erschaffen und den kostenlos über soziale Medien teilt, im Sinne von Content Marketing, dass man Posts erstellt, aber auch, dass man direkt das Gespräch sucht und direkt den Leuten, die die Informationen brauchen, die Informationen zur Verfügung stellt und über den Weg das Gespräch eröffnet. Das heißt, das klassische alte Prinzip, ich gehe auf die Leute zu direkt, das neue Prinzip, ich gehe zwar irgendwie auf sie zu, biete ihnen aber, anstatt dass ich ihnen erstmal versuche, irgendwas anzudrehen, kostenlosen Mehrwert in meinem Thema an und versuche dadurch eine Beziehung aufzubauen, die ich später auch tatsächlich nutzen kann. Ich finde es gerade extrem spannend, was du sagst. Weil ich bin immer Social Selling, so wie ich es kennengelernt habe, ein wenig skeptisch gegenübergestanden, weil ich pro Tag 3, 4, 5 Nachrichten kriege von Leuten, die mich irgendwie anfreunden. Und das, was ich schon mache, ich nehme alle Anfragen an, ja, die man mir schickt. Weil es könnten alte Bekannte sein oder sonst irgendwelche Leute, die ich halt irgendwie kenne oder die irgendwie spannend werden. Nur in der zweiten Sekunde bekomme ich sehr schnell einmal einen Pitch. Hallo, wir kennen uns aus dieser Sowieso-Gruppe und wollen mir nicht einmal unsere Produkte helfen, ich kann dir weiterhelfen. Das ist so einer von den Sales-Pitch, auf die ich schon ganz allergisch bin, weil da bin ich mir sicher, dass sich jemand nicht mit meinem Profil auseinandergesetzt hat oder irgendeinen Grund hat, mich zu kontaktieren. Das, was du sagst, ist eine ganz andere Richtung. Ja? Die Frage lautet jetzt, wie verhinderst du, dass du mit Massennachrichten Leute zuspammst? Auf der einen Seite, als wir gestartet haben, haben wir das versucht, mit unfassbar viel Beratung teilweise in unsere Kunden reinzudonnern. Mittlerweile haben wir einen Vorteil. LinkedIn hat das Ganze als ein Problem selbst erkannt und hat selbst reagiert. Das heißt, wir haben ein anderes Modell, was gerade live gegangen ist in den letzten 2, 3 Monaten. Die Kontaktanfragen sind nicht mehr pro Tag begrenzt. Das heißt, ich sende 50 Kontaktanfragen am Tag, sondern auf die Woche und da direkt bei 100. Das heißt, wenn du früher gedacht hast, ich arbeite mit einer Conversion von 5% und schicke ein schlechtes Pitch-Deck weltweit an jeden CEO, dann bist du jetzt aufgeschmissen. Dann hast du jetzt nicht mehr die Kapazität, tatsächlich dein CRM voll zu bekommen mit Leads, weil du gar nicht mehr die Anfragen senden kannst. Das heißt, LinkedIn hat uns dann unfassbar großen Gefallen getan und hat diese Anfragen limitiert. Und jetzt geht es tatsächlich darum, die Leute personalisiert zu erreichen, wo wir natürlich dastehen und sagen, wir sind dafür ein guter Partner.
Aber erstmal muss man tatsächlich den Leuten genau beibringen, wie das geht. Wir haben so einen schönen Spruch. Wenn du Kontaktanfragen, wenn man die sendet, ne, wenn der Text alle erreichen kann oder an alle gehen könnte, wird er niemanden erreichen. Man versucht da wirklich irgendwie seine Zielgruppen zu segmentieren und kleinere Segmente anzusprechen. Und dann hat man die Möglichkeit, 100 pro Woche anzufragen. Diese gesamte Massegeschichte, die ist gestorben und das Anfang 2021. Meine Worte. Ich habe immer wieder so Anfragen von Leuten, die sagen, sie wollen auf LinkedIn Werbung machen und aber nichts mehr dazu arbeiten. Diese Träume müssen wir jetzt zerstören, gell? Wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Ganz Ja. genau. Moritz, jetzt gehen wir mal ins Detail. Was habt ihr denn entwickelt? Oder wie funktioniert das, was ihr anbietet? Genau, was wir anbieten, ist im Wesentlichen ein Programm, eine Plattform, in der man aus LinkedIn Leads raus exportieren kann und diese dann in eine sogenannte Sequenz packt. Eine Sequenz ist eine Anreihung von Schritten, die, sage ich jetzt mal, automatisierte oder manuelle Schritte darstellt, die man auf LinkedIn machen würde. Kontaktanfragen, Profilbesuche, Follow-up-Nachrichten. Und jetzt bauen wir uns hier eine Sequenz zusammen und ergänzen das noch mit manuellen Schritten. Zum Beispiel, ich möchte eine Sprachmemo senden, ich möchte einen Follow-up-Anruf tätigen, etc. Und bauen uns da eine tolle Sequenz zusammen, wo wir sagen, das ist der Weg, wie wir unseren kalten Lead oder den Prospect, den wir hier identifiziert haben, ansprechen wollen. Und was unsere Chrome-Extension oder unser Programm für dich macht, ist, dass wir all die Aufgaben, die man automatisieren kann, Kontaktanfragen mit einem Text, Follow-up-Nachrichten mit einem Text, Profilbesuche, die übernehmen wir für dich und gleichzeitig koordinieren wir für dich, welche Aufgaben du manuell erledigen musst und schmeißen sie dir entsprechend als manuelle Aufgaben ins CRM zum richtigen Zeitpunkt und organisieren damit quasi deinen LinkedIn-Outreach. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, die meisten Leute, die mit LinkedIn starten, haben am Anfang noch gewisse Schwierigkeiten mit solchen Kampagnen, die, ich sag mal, auf die Beine zu stellen. Weil genau Social Selling, du meintest, ist was ganz Abstraktes. Man kann es nicht richtig fassen, man kann es nicht richtig einschätzen. Deshalb haben wir das Ganze noch erweitert, sage ich mal, mit einem E-Learning-Tool, wo wir den Leuten beibringen, wie geht Social Selling? Welche Arten von Strategien gibt es? Was für Best Practice gibt es? Was darf ich um Gottes Willen nicht machen? Und da sind wir jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir bieten jetzt quasi das Knowledge an, um Social Selling-Kampagnen zu erstellen. Das Werkzeug, um die halbautomatisch auf die Beine zu stellen. Und dann mehr oder weniger noch die Unterstützung, falls du irgendwann mal irgendwelche Fragen hast, damit du auch wirklich dieses Thema vorandrückst. Also vom Ablauf her, wenn ihr es jetzt richtig versteht, zuerst lernt man bekommt von euch beigebracht, wie es richtig funktioniert. Dann gehe ich auf LinkedIn, suche mir dort potenzielle Kunden, und zwar schon sehr mit dem Skalpell und nicht mit dem Dampfhammer, wie du früher gesagt hast. Ja. Dann schiebe ich die sozusagen in eine Sequenz rein. Wahrscheinlich kann man das auch anpassen nach unterschiedlichen Zielgruppen oder Produkten, was auch immer man anbietet. Genau, und dann wird man, ein Teil wird automatisiert gemacht und ein Teil landet bei mir tatsächlich im CRM, wo ich ja hoffentlich im Pipeline sowieso arbeite. So stimmt das, gell? Und Ganz genau. dann warte ich sozusagen, bis der Kunde eine Rückmeldung gibt. Und wenn nicht, geht die Sequenz weiter. Ganz genau. Die Sequenz stoppt an der Stelle, wo die Person geantwortet hat. Beziehungsweise wir überprüfen jedes Mal, ob die Person dann geantwortet hat, bevor wir wieder was machen. Und wenn da tatsächlich eine Reaktion erfolgt, übergeben wir den Lead dir und bieten dir dann tatsächlich noch die Möglichkeit an, zu entscheiden, ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit für mich, die möchte ich in meinem CRM weiter verfolgen. Und mit einer Pipedrive-Schnittstelle auf Knopfdruck hast du dann tatsächlich alle Daten direkt in Pipedrive drin. Was cool ist, ist, dass du zusätzlich aber auch die Daten auf LinkedIn hast. Was heißt das? Wenn wir Pipedrive-Kontakte erstellen, haben wir eine Schnittstelle zwischen Pipedrive und LinkedIn aufgebaut und dann würde dir auf dem Profil angezeigt werden, hey, die Person ist in meinem Pipedrive, hey, die Person ist ein Hot Lead, die ist aus der und der Kampagne. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Pipedrive und LinkedIn zu sein und die Gesprächseröffnung zu übernehmen in dem Fall. Das ist wirklich das Allerschwierigste, gell? Den ersten Kontakt herstellen. Das ist das, was auch die Du hast meisten aber was Leute Gutes nicht mögen, ne? gesagt. Du hast aber was Echt? sehr Gutes gesagt. Oh, Und zwar, Entschuldigung. du gehst auf LinkedIn mit dem Skalpell und suchst dir da die Leads raus. Weil, ich sag mal, die klassischen Leute würden, also der klassische Gedanke wäre, ich gebe jetzt ein Unternehmensgröße, Personentitel etc. und suche nach denen. Das ist, sage ich mal, schon der erste grundsätzliche Fehler. Weil die willst du nicht anfragen, weil du weißt ja gar nicht, wer die sind, was die sind etc. Versuch über andere Datensätze deine Zielgruppe zu identifizieren. Als Beispiel,
Mit dem LinkedIn Sales Navigator kann ich Technologien bei Unternehmen nachgucken. Wer nutzt denn Pipedrive? Es ist leider keine komplett aktuelle Liste, aber dann kann ich quasi hier filtern und sagen, das sind Unternehmen, die Pipedrive nutzen. Und jetzt weiß ich habe ein relevantes Angebot für Leute, die Pipedrive nutzen. Ich weiß auch, dass die Person 50 Kontaktanfragen pro Woche bekommt, wovon 45 automatisiert sind. Also schreibe ich rein, hallo Bernd, ich weiß, du nutzt Pipedrive und ich habe dir hier für dich eine tolle Case Study, wo ich folgendes Thema für dich aufschlüssele. LinkedIn plus Pipedrive ohne Burnout. Darf ich dir das rumsenden? Und damit biete ich dir ein relevantes Angebot an, weil ich weiß, dass es für dich thematisch spannend ist. Und eröffne gleichzeitig das Gespräch. Du bestätigst meine Kontaktanfrage. Ich sende dir eine Case Study zu. Wir sind auf LinkedIn verbunden. Und ab jetzt siehst du meine LinkedIn-Posts, wo ich dich über meine Themen aufkläre. Super spannend. Das ist übrigens auch ein sehr tolles Tool. Das ist ein anderes Thema. Wie findet man solche potenziellen Kontakte? Aber finde ich extrem spannend, was du gerade sagst. Soll aber nicht das Thema von heute sein, sondern. Leadfeeder, auch von dir gesehen. Super Methode. Die Leute sind auf deiner Webseite. Frag sie auf LinkedIn an. Sag, ey, ich weiß, du hast meine Webseite besucht und ich weiß, du hast bestimmt noch offene Fragen. Ich habe dir hier die 5 meistgestellten Fragen beantwortet. Guck einfach mal rein. Darf ich dir das senden? Direkt wieder super Ansprechung. Ich rede gerade von einem Tool, das nennt sich EchoBot. Das wäre sicher auch in naher Zukunft mal vorstellen. Da kennst du? Natürlich. Ja, super, super spannend. Da kann man sagen, zeigen mir alle Firmen, die jetzt irgendeinen bestimmten Online-Shop zum Beispiel im System haben. Oder ist eine Medienbeobachtung auch dabei, zeigen mir alle Nachrichten zu einem bestimmten Thema. Ja, das heißt, ich bin dann wirklich ganz nah am Kunden dran, wenn ich darüber meine Auswahl treffe. Du, Moritz, hast was zum Herzeigen? Ich bin schon so gespannt, wie das Ganze ausschaut jetzt. Na, ausnahmsweise. Ich teile einfach kurz meinen Bildschirm. Unbedingt. Und wir befinden uns direkt im Dashboard. Das Ganze ist natürlich browserbasiert. Eine schöne IT-Lösung, wo wir hier direkt erstmal einen Überblick haben, von welchen Leuten wir gerade, welche Leute wir im System haben und welche Leute wir ansprechen. Das sind unsere Prospects, Leute außerhalb unseres Netzwerks. Gleichzeitig haben wir natürlich auch unsere Kontakte, die da tatsächlich schon angenommen haben. Wir sehen, bei manchen laufen die Kampagnen entsprechend voran, manche haben schon geantwortet. Im Wesentlichen habe ich hier dann einfach einen riesigen Stammdatensatz, der für mich angelegt wird, über die Person, über das Unternehmen und am Ende auch nochmal einen Bewegungsdatensatz. Und den exportiere ich mir einfach aus LinkedIn, indem ich einfach auf das Profil von der Person gehe. Mit dem Skalpell, wie gesagt, wirklich, ich bin auf jedem Profil manuell und gucke mir genau an, wer diese Person ist. Und mein Angebot muss spannend sein, sonst lasse ich die Person auch direkt weg. Ich habe aber hier einen kleinen neuen Knopf, der hier direkt quasi die Daten einmal sich liest und hier mir dann die Frage stellt, welche Kampagne soll es denn werden? Super Zum smart. Beispiel hätte ich dich gerne in einem Live-Training drin. In einem Live-Training, wo ich dir Social Selling-Informationen bringe. Ich lade mal kurz die Seite neu, weil was du dann sehen wirst, ist ein neuer Blog, der bei LinkedIn hinzugefügt wurde. Der Blog, der deinen Kollegen direkt zeigt, der Moritz arbeitet tatsächlich schon daran, mit dem Bernd Kontakt aufzubauen. Er probiert es über die und die Kampagne und hat tatsächlich gerade noch keinen Kontakt aufgebaut, Ja, wie cool aber ist er das? arbeitet dran. Das heißt, es geht über die Browser-Extension. Die Browser-Extension kennt, wenn der Bernd auch in dem Fall Und hier hätte ich dann die Möglichkeit, die Visualisierung zu haben, wen spreche ich an, wo steht die Person. Und wenn ich tatsächlich über Leute rüberscrolle und sehe, die wurden schon mal angesprochen, die sind vielleicht sogar untergegangen etc., habe ich da wieder die Möglichkeit, auf sie zuzugehen. Was ich jetzt aber gerade gemacht habe, ist, dass ich dich einer Sequenz hinzugefügt habe. Da sind wir schon bei Punkt 2. Eine Sequenz ist etwas, was zum Beispiel, nehmen wir mal die hier, die Live-Training-Kampagne, da habe ich dich gerade hinzugefügt. Ich werde dich jetzt anfragen mit diesem Text. Also ich fange an mit, ich habe dich unter den Teilnehmern eines Social Selling Events gefunden und dachte, ich lade dich zu unserem kostenlosen LinkedIn Live-Training ein. Das ist ein wöchentliches Format, hört sich das spannend an. Ich weiß, wer du bist. Wie gesagt, da kommen nur Leute rein, die Events besucht haben, die sich gerade über das Thema informieren und sich da fortbilden wollen. Ich biete einen kostenlosen Mehrwert an. Ich möchte dir was Gutes tun und das ohne Geld dafür zu verlangen. Und stelle damit die Kontaktanfrage. Falls die angenommen wird, geht es quasi nach unten hin weiter, dass die Kampagne abläuft, ich das Profil besuche, sobald die Person meine Kontaktanfrage bestätigt hat. Und dass ich eine Stunde später theoretisch hier schon eine Nachricht senden kann.
wo ich die Person in meinem Netzwerk begrüße, die Informationen der Person zur Verfügung stelle, die sie braucht, um dem Event zu joinen, und hier ganz nett versuche, das Gespräch zu eröffnen. Falls mir da niemand darauf antwortet, lasse ich das Ganze. Hier ist jetzt noch eine HubSpot-Aufgabe drin. Das wird natürlich gleich in die Pipedrive-Aufgabe umgenannt, wo ich dann am Schluss nochmal sage, super, die Person hat mir nicht geantwortet, geh lieber nochmal manuell rein, guck dir die Person an, ob du die jetzt irgendwie retargeten möchtest, ob du die in Ruhe lassen möchtest. Du bist ja mit ihr verbunden. In dem Fall muss am Schluss nochmal quasi der manuelle Aufwand sein, um diese Kampagne auch wirklich erfolgsversprechend zu machen. Aber diese Kampagne wird jetzt einfach von oben nach unten automatisch ablaufen, beziehungsweise wir haben eine Chrome Extension und in dieser Chrome Extension sortiert uns jetzt ein hilfreicher kleiner Engel, sage ich jetzt mal, die Aufgaben, die wir heute tatsächlich noch zu erledigen haben. Und in den Aufgaben sind unter anderem natürlich auch, dass ich mich mit dem Bernd connecte. Wenn ich jetzt hier auf Start drücken würde, übernimmt mehr oder weniger das System, genau wie ich das machen würde, jetzt die Aufgaben und klickt sich Stück für Stück für Stück durch das LinkedIn-Profil durch. Direkt Schritt 1, wer sind die neuen Kontakte? Wir wollen unbedingt wissen, wer sind die neuen Kontakte? An wen gehen die Follow-up-Nachrichten raus? Sobald wir das verstanden haben, laufen wir jetzt einfach Profil für Profil für Profil durch. Und ja, ich sag mal, arbeiten uns hier durch unsere Kampagnen durch. Verstanden. Das ist natürlich nicht unangenehm so, weil LinkedIn nicht unbedingt erkennt, dass da vieles automatisiert funktioniert, gell? Ganz genau. Dementsprechend. Das Ganze läuft komplett auf deinem PC. Das heißt, deine IP-Adresse am Schluss, dein Browser, das Ganze wird nicht vollautomatisch gestartet. Deshalb hast du zum Beispiel auch nicht jeden Tag um 8 Uhr fängt plötzlich dein System an zu arbeiten, sondern dann, wenn du sagst, jetzt möchte ich gerade meine Kontaktanfragen raussenden etc., drückst du einmal drauf, kannst parallel auch in einem anderen Tab im Pipedrive direkt schon deine Leads sortieren, während in dem geschlossenen Tab LinkedIn, sage ich mal, arbeitet. Das nimmt viel Zeit ab. Bevor sowas aber gut funktionieren kann, muss ich dir noch den dritten Punkt hier einmal zeigen, und zwar Education. Weil, wie gesagt, Social Selling ist was Abstraktes und wir würden standardmäßig immer direkt erstmal versuchen zu pitchen. Wir würden irgendwie versuchen, das Gespräch mit unserem Angebot zu eröffnen, aber die Zeit und die Plattform LinkedIn haben sich da gewandelt. Man muss wirklich sich überlegen, wie kann man hier mit kostenlosem Mehrwert das Gespräch mit seiner Zielgruppe eröffnen? Wie kann man Mehrwert generieren? Wie kann man Öffentlichkeit damit auch gewinnen? Und am Ende des Tages, wie kann man dann diese Leads, die man da relativ cool aufnimmt, auch wieder in sein CRM-System bringen und dort vertrieblich weiterverfolgen, damit es was bringt? Das würden wir hier alles den Leuten mehr oder weniger beibringen. Das heißt, wir haben verschiedene Artikel, wo man sich mehr oder weniger durchklicken kann, was für Strategien es gibt, wie man die ergänzen kann mit Content Marketing, mit Event Marketing. Da spielt eine ganze Menge mit. Aber das sollte man vorher gelernt haben, beziehungsweise sich Stück für Stück anschauen, damit man auch wirklich effektive Kampagnen schreibt und auf LinkedIn nicht zu dem wird, den wir beide hassen, mehr oder Ja, weniger, genau. dem Spammer. Genau. Wenn das jemand nicht selber machen möchte oder kann, hast du schon Leute, die da unterstützen können? Ja, tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Mittelstandshäusern, die wir überzeugt haben von unserem Konzept, dass wir ganz am Schluss von denen engagiert wurden, dass wir Kampagnen für die schreiben und Leads für die raussuchen, weil es einfach ein komplett neues Thema ist. Das ist auch wieder ein Vorteil, weil wir installieren mehr oder weniger bei unseren Kunden diese Extension. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Customer Success Manager, der die Leads raussucht, der die Kampagnen schreibt, etc. Das Einzige, was die Person quasi machen muss, ist bei sich auf Start zu drücken. Und dann werden die ganzen Aufgaben, die wir quasi auf der anderen Seite vorbereitet haben, abgearbeitet. Wir haben dafür aber gar keinen Zugriff auf dein LinkedIn-Profil, auf deine Daten, etc., weil wir quasi auf der anderen Seite sitzen, was es relativ einfach macht. Ich glaube, das Komplizierte an der Sache ist tatsächlich das Aufsetzen und die Strategie dazu entwickeln und halt gute Texte zu finden. Ja, das ist, ich glaube, der größte Aufwand. Aber da, also ich kenne sicher auch ein paar Agenturen, die sich genau um dieses Thema, genau mit deinem Tool auseinandersetzen würden. Da findet man ganz sicher jemanden. Das glaube ich auch. Grundsätzlich kann man da jede Person reinsetzen, die, sage ich mal, Erfahrung in dem ganzen Themenbereich hat. Ob wir oder Praktikanten oder sogar Externe, die man da, sage ich mal, für beauftragt. Das Wichtige ist nur, dass man sich, sage ich mal, die Inhalte verinnerlicht hat. Zum Beispiel, wie würdest du Leads suchen? Der absolute Geheimtipp, den ich heute jetzt hier veröffentliche,
Such dir ein passendes Event, ein Event, wo deine Zielgruppe rumläuft. Und LinkedIn war in dem Fall so interessant, dass wenn du bei dem Event teilnimmst offiziell, du Zugang zur gesamten Teilnehmerliste des Events bekommst, in der du weiter filtern kannst. Um Gottes Willen, was heißt das denn? Find eine gute Messe. Ich wollte gerade sagen. Geh die Filter durch. Ich will Second und Third Connections, die Leute, mit denen ich noch nicht geredet habe. Ich will alle Leute, dann gehe ich durch. Ich will Key Accounter, Marketer, Head of Sales, Vertriebler. Und dann habe ich da plötzlich innerhalb von einer 15-Minuten-Suche 300 Leute gefunden, wo ich weiß, die sind absolut relevant. Sie informieren sich über mein Thema. Sie sind wirklich interessiert. Und ich habe 300 gefunden. Wir erinnern uns, 100 pro Woche, 3 Wochen Leads gefunden in 20 Minuten. Das ist der Geheimtipp. Und diese Leute, wenn man bei denen mit einem relevanten Angebot auf sie zukommt, man weiß, sie sind aktiv, man weiß, sie informieren sich gerade wirklich über das Thema. Wenn du dann mit deinem Inhalt ankommst und ihn kostenlos anbietest, dann ist das nicht ein, wer spammt mich dazu, sondern wie hat Bernd mich gefunden in diesem Moment und konnte mir genau das zur Verfügung stellen, was ich gerade brauche. Und das ist dann der Auslöser, der so eine Kampagne wirklich erfolgreich macht. Ein super wertvoller Tipp, das mit dem Messen. Mich ärgert es immer, wenn ich auf Dinge nicht selbst drauf komme, die so genial sind. Und das ist eines von diesen Dingen. Das ist komplett logisch, da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Die Messen fallen flach, wir brauchen Alternativen. Aber natürlich gibt es diese Messen im Internet, in Form von Veranstaltungen. Sehr smart, sehr smart. Moritz, was kostet der ganze Spaß eigentlich? Wir haben uns dazu entschlossen, wir haben viele Preismodelle probiert. Wir haben da auch viele Berater mit reingeholt oder Freunde, Kollegen, die uns da beraten haben. Am Schluss ist es bei einer ganz simplen Subscription gelandet, wo wir gesagt haben, 26 Euro pro Nutzer pro Monat. Dafür limitieren wir gar nichts. Mach alles, was geht und geh dann raus und such dir deine Ansprechpartner auf LinkedIn. Wenn ich jetzt einmal 26, du darfst 50 pro Woche anschreiben, gell, haben wir gesagt. 100. Ah, 100 pro Woche, Entschuldige. 100 pro Woche Anfragen. Anschreiben darfst du bestehende Kontakte sowieso, eigentlich unbegrenzt. Wir sagen 50 pro Tag sollte so eine schöne Limitzeit sein. Das heißt, pro Monat hätten wir 400. Das heißt, du kannst um 26. Es ist morgens. Danke. Kann man 400 Leute anschreiben. Ganz genau. Zusätzlich, also man kann 400 neue Leute erreichen. Das sind die, die man in sein Netzwerk zieht. Und parallel sein Netzwerk natürlich bespielen, was man hat. Denn es geht ja auch nicht nur darum, dass man neue Leute auf LinkedIn erreicht, sondern wenn ich zum Beispiel die Leute aus meiner letzten Messe, virtuell oder analog, tatsächlich auf LinkedIn habe und verbunden habe, aber da ist noch nichts entstanden, dann lade ich sie gerne auf LinkedIn zu meinem nächsten Event ein oder sende ihnen noch irgendwelche Follow-up-Materialien. Und auch das wieder, ich baue mir eine Kampagne zusammen, lasse die Kontaktanfrage weg, wir sind schon verbunden und arbeite nur mit LinkedIn-Nachrichten, Sprachnotizen, manuellen Pipedrive-Aufgaben, um da jetzt richtig das Gespräch nochmal zu eröffnen. 400 neue, unbegrenzt bestehende Kontakte bespielen. Verstehe. Von diesen 400 einen Kontakt und normalerweise, ich kenne kein Geschäftsmodell, wo ein Kunde weniger als 24 Euro wert ist. Dann wird es schwierig. Eine Sache interessiert mich noch, haben wir komplett vergessen, nämlich die Verbindung zu Pipedrive. Wann ist der Zeitpunkt, wo du die Kontakte dann in Pipedrive schiebst und wie funktioniert das? Magst du das nochmal zeigen? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe da zwei Sachen, die ich sage. Auf der einen Seite, es gibt einen Safe-Weg. Bild schieben sollst. Jetzt sieht man es wieder. Passt. Wir haben da zwei Sachen. Auf der einen Seite, wenn man den Lead-Booster hat von Pipedrive, empfehlen wir tatsächlich, über Forms das Ganze zu machen. Das heißt, die datenschutzkonformste Methode, die wir da finden würden, wäre, wenn wir den Inhalt, den wir den Personen senden wollen, die Case-Study, Informationsmaterialien, hinter eine Form packen, diese Form per LinkedIn dann mit den interessierten Leuten teilen, damit diese Leute uns selbst die Einwilligung geben, Daten zu speichern, Kontakt aufzunehmen, etc. Wenn man aber da sitzt und sagt, ich habe das Gespräch eröffnet, wir befinden uns im Kontakt und da besteht ein berechtigtes Interesse, dann hätte man auch nochmal die Möglichkeit, mit einer Schnittstelle den Kontakt selbstständig zu exportieren. Okay, verstanden. Ja, okay, das ist ein eigenes Thema und man darf ja auch, das wissen ja viele nicht, man darf ja trotzdem potenzielle Kandidaten auch abspeichern im CRM. Ja. Das vergessen viele. Das ist in Deutschland sehr viel heiliger als der Papst. Man darf auch Interessenten, die mit denen wir auch nicht in einer Geschäftsbeziehung sind, im CRM abspeichern unter gewissen Umständen. Aber das ist ein eigenes Thema wieder. Okay. Genau, berechtigtes Interesse und dann gibt es da Abstufungen. Und auch eine gewisse Zeit lang. Immer,
Ganz genau. Ich empfehle immer, dass man einfach das Gespräch eröffnet, am Schluss die Person über eine Form oder sonst was Ja. tatsächlich anspricht. Ja. Das ist tatsächlich die Version, wo dir der Datenschutzexperte die Füße küsst. Wir haben das Ganze jetzt gerade veröffentlicht im Pipedrive Store. Es ist tatsächlich noch nicht gelistet, weil wir wollen Feedback von den Prime-User haben. Das heißt, wir haben das jetzt gerade noch mal durch 10 Leute durchgesendet, die alle auf Pipedrive sitzen und hier noch mal uns die 5 Punkte nennen, die wir anpassen sollen, bevor das Ganze für alle live geht. Grundsätzlich kann aber jeder, der das Ganze testen möchte, sich schon bei uns melden. Und wir senden ihm den Link. Er kann es sich direkt installieren. Es ist bloß nicht findbar, sage ich jetzt mal. Ich gebe nachher einen Link mit deinen Kontaktdaten irgendwo zum Video dazu, damit man das findet. Perfekt. Perfekt. Und am Ende des Tages, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil ich glaube, das ist bei dem Account von meinem Kollegen ins mit drin. Dass das CRM verbunden ist. Ich glaube, ich bin hier gerade gar nicht verbunden. Grundsätzlich sieht es so aus, dass ich hier die Möglichkeit hätte, Leute zu markieren und zu exportieren. Jetzt gerade hier habe ich den CSV-Export hinten raus. Das heißt, wir gehen nochmal in die Anbindungen und sagen, sehr schön, wir verbinden jetzt einfach mal unser Pipedrive-Account. Also es funktioniert jetzt Wollen schon sagen, mit super. HubSpot, habe ich jetzt schon gesehen, Pipedrive und was war das dritte? Also CSV. Das ist CSV, ganz genau. CSV ist nochmal die Abstufung. Jedes CRM mag eine eigene CSV fressen. Deshalb, du gibst Ja, CSV an und klar. sagst, ich hätte gerne CSV für Inside Lead. Und dann spucken wir das da Ja, raus. verstanden. Hier sieht es jetzt aber erstmal so aus, dass wir uns jetzt, na, siehst du, der Bernd. Hier sieht es jetzt so aus, dass wir Pipedrive verbunden haben und jetzt hier den Kontakt einfach per Schnittstelle direkt exportieren können. Ich gehe nochmal auf dein LinkedIn-Profil, weil jetzt hat sich nochmal dein Datensatz hier angepasst. Du siehst Haben wir jetzt, dadurch, dass wir dich exportiert haben, haben wir jetzt neue Felder hinzugefügt. Da sind wir auch gerade auf der Suche nach Feedback. Da wird demnächst eine Aufgabe setzen mit drin sein, Notizen setzen etc. drin sein, dass man da wirklich die Verbindung ins CRM hat. Aber grundsätzlich sieht es so aus, dass wenn ich jetzt hier direkt einfach Open CRM drücke, wir sehen, es passiert nichts. Sehr schön, Ganz deshalb ist es noch in der egal. Closed Beta. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein in Pipedrive und haben dann hier irgendwo uns einen Kontakt erstellt. So, die ID 51. Momentan haben wir da keine Bewegungsdaten, weil wir dich in der Kampagne noch nicht angesprochen haben. Wir haben bis jetzt nur deine Firma, deinen Namen, dein Link, deine Kontaktdaten waren nicht verfügbar. Und wir haben die Person, die für dich mit reingeloggt. Und jetzt geht es darum, wie machen wir von hier aus weiter? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel anfange, Activity zu loggen, nettes Meeting, dann wird das direkt quasi als auf LinkedIn übertragen und ich würde sehen, die letzte Aktivität wäre heute gewesen, weil wir haben heute irgendwas gemacht und ich habe wieder einen Einblick in das Ganze. Man hätte jetzt die Möglichkeit, in dem Reach-Out-Account deutlich mehr Daten anzugeben. Das heißt, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen ist noch deutlich mehr, Branche, Unternehmensgröße etc. Die Daten kann man alle Stück für Stück entweder manuell sich suchen. Oder man gibt uns ein bisschen Zeit. Wir haben uns Q4 vorgenommen, als da werden wir zu Datenkrake. Vorher versuchen wir wirklich diesen halbautomatisierten Ansatz zu meistern, wo wir dir eine Mischung aus manuellen Aufgaben und automatisierten Aufgaben in eine Sequenz packen. Es sieht aber so aus, wir exportieren die Daten, erstellen Kontakt und erstellen Unternehmen. Genau. Eine blöde Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es leider nicht geht, weil es Bitte. LinkedIn nicht kann oder nicht zulässt. Nämlich, man kriegt noch immer die Nachrichten, die man sich gegenseitig schickt über LinkedIn, beziehungsweise jetzt die Antworten, kriegt man nicht ins CRM, gell? Das geht nicht. Genau, derzeit nicht. Derzeit nicht. Wir überlegen gerade, wie wir das am schlausten machen, weil wir sind natürlich schon die Schnittstelle. Wir haben Zugriff auf LinkedIn, allerdings und auf Pipedrive. Allerdings wäre das eine Sache. Wir haben keinen durchgehenden Zugang zu dem LinkedIn-Profil, sondern immer nur dann, wenn man den Bot startet oder die Chrome-Extension startet, dann übernehmen wir die Bedienung und sagen, jetzt sind wir dran.
man könnte, sage ich mal, das Ganze schon rübersenden nach Pipedrive. Es wäre aber hochkomplex und würde auf jeden Fall dauern. Und dann ist eine Lösung zu finden, die in Ja, Echtzeit funktioniert. Mal ja, gucken. ja, ja. Na, LinkedIn hat natürlich was dagegen, weil LinkedIn zieht sich ja selber erstens als CRM und zweitens auch als Vertriebs-CRM mit dem Sales Navigator. Also, sie wollen natürlich, dass man diese Sachen, die verhindert es natürlich so weit, wie es irgendwie geht. Ich habe die Frage öfters, ob man das irgendwie verbinden kann, weil das wäre natürlich auch super. Aber du sagst, du gibst die Hoffnung nicht auf, dass ihr eine schöne Lösung findet dafür. Das stimmt. Wir geben auch die Hoffnung nicht auf, neue coole Funktionen, sage ich mal, regelmäßig hinzuzufügen. Davon Da bin ich möchte ich dir überzeugt. noch einen kleinen Input geben. Ja, bitte. Und zwar haben wir da jetzt hier eine Roadmap hier, die öffentlich zugänglich ist, wo wir zum Beispiel sagen, Chat-Antworten, Chat-Snippets, dass man sagt, ich schreibe den Bernd zwar an und eröffnet das Gespräch. Aber jetzt antwortet der mir und zum Beispiel, ich promote ein Webinar und habe ihn überzeugt, dass er sich das anschauen möchte. Und jetzt sagt der mir, wann ist denn das Webinar? Ja. Ich muss 50 Mal wieder an dieselben Leute dieselbe Antwort schreiben. Deshalb, ab jetzt, wir wollen Templates speichern können für Chats. Die Person antwortet mir, ich füge die Template-Chat-Nachricht ein, adaptiere sie nochmal ganz leicht und sende sie dann, ohne jedes Mal aufs Neue mit Copy-Paste oder einem Fließtext, meine Zeit auf LinkedIn zu verschwenden, in Ja, Anführungszeichen. smart. Das heißt, wir versuchen unseren Kunden und Nutzern, die auf LinkedIn unterwegs sind, um Neukunden, Mitarbeiter, teilweise Investoren zu finden, die versuchen wir zu unterstützen, ihren Alltag einfacher zu machen. Und das heißt, effektiver auf der einen Seite, aber wirklich einfacher. Wie können wir Zeit aus diesem ganzen Prozess rausnehmen, dass du nicht mehr 6 Stunden da theoretisch rein investieren müsstest, bis es Ja. sich wirklich lohnt, sondern entsprechend nur noch die 2 Stunden oder die 1 Stunde. Das ist das, was mir viele Kunden sagen. Sie sehen irgendwie einen Vorteil da drinnen und das ist praktisch, aber es dauert halt ewig lang und man braucht unglaublich viel Zeit, dass man es gescheit macht. Weil man merkt, auf der anderen Seite merkt man, was Handarbeit ist und was nicht. Und bei euch, also bei dem, was du da machst, da verschwimmen die Grenzen sondern schon sehr stark. Ganz genau. Das Ja. hast du schön gesagt. Ja. Dankeschön. Finde ich total spannend. Haben wir noch was oder haben wir jetzt. Wo findet man die Firma? Wie heißt denn ich? Ich meine, ich weiß jetzt natürlich, aber ich stelle die Frage jetzt. Wie heißt denn ihr eigentlich? Genau, wir heißen Reach Out. Das Oh, ist Richard. ja und tatsächlich auch Reach Out App. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, intern in der Corona-Krise. Wir sind nicht die Kreativen in der Namensgebung, sondern wir sind die Kreativen in der Produktentwicklung. Ich finde Richard Reach super. Reach-out.app ist da die entsprechende Domain. Und ich bin dann nochmal der Moritz Tittler. Das heißt, falls ihr da irgendwelche Fragen auch zu dem Thema habt, ich bin wahrscheinlich der einzige Social Selling Live-Trainer, der da diese Informationen kostenlos von sich gibt. Dementsprechend kommt gerne auf mich zu, wenn ihr da irgendwelche thematischen Fragen habt, oder euch das Tool mal anschauen wollt. Gut, ein schönes Schlusswort. Moritz, vielen Dank für deinen Besuch. Ich stelle das Video ganz sicher auch in die Pipedrive Community rein, weil ich bin mir ganz sicher, da sind sehr viele Leute, die das interessiert. Wenn Sie Fragen haben dazu und Sie wissen, wo Sie uns finden, www.pd-experts.com oder bernd.auer@pd-experts.com. Ja, ich freue mich auf viele Anfragen deswegen. Dankeschön, Wiederhören.